Saal Nummer 101 des Oberlandesgerichts München. Hier läuft seit dem 6. Mai 2013 der NSU-Prozess gegen 5 Angeklagte, Beate Zschäpe und 4 mutmaßliche Helfer des nationalsozialistischen Untergrunds. Es ist der wohl größte und längste Terrorprozess der deutschen Rechtsgeschichte. 488 Seiten umfasst die Anklageschrift. Zschäpe muss sich als Mittäterin bei allen 10 Morden des NSU verantworten. Dazu ist sie unter anderem wegen Mittäterschaft bei 2 Sprengstoffanschlägen und 15 Raubüberfällen angeklagt, sowie wegen schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungsergebnisse füllten zu Prozessbeginn 600 Ordner mit 280.000 Seiten. Vor Gericht wurden 815 Zeugen gehört und 42 Sachverständige befragt. Nach 373 Verhandlungstagen war die Beweisaufnahme abgeschlossen. Vorbei ist der Prozess aber noch lange nicht. Allein für das Schlusswort der Staatsanwaltschaft sind 7 Verhandlungstage eingeplant. Dann sind 4 Wochen Sommerpause, danach halten die Nebenkläger und die Verteidigung ihre Plädoyers. Der NSU-Prozess wurde mehrfach verlängert und immer teurer. Jeder Verhandlungstag kostet nach Schätzungen des Gerichts rund 150.000 Euro.